Ich habe ja vor nicht allzu langer Zeit die neue Rennliga hier bei Forza 4 auf die Xbox 360 vorgestellt, und zwar Peak Tuning GTCC. Und die Jungs, die dieses Event auf die Beine stellen, geben sich wirklich ordentlich Mühe. Auf Facebook und so weiter sieht man jede Menge Aktualisierungen. Auch hier zum Beispiel das Clubmitgliederzuwachs ist eindeutig hier zu sehen. Jede Menge Leute, die sich hier mit dazu beteiligen wollen. Ja, und ich habe hier einen Dienstwagen bekommen. Name Product hat mir einen Volvo zusammengeschustert. Und dafür muss ich mal herzlichen Dank sagen, denn ich bin ja wirklich designtechnisch eine absolute Pfeife hier und habe mich auch noch nicht so hundertprozentig damit beschäftigt, wie man ein Fahrzeug ordentlich zusammenschraubt und design und so. Und er hat mir einen Volvo S60 geschickt im, ja, klassischen Red Bull Design, und das passt ja sogar doppelt zu mir. Aber dazu erzähle ich euch während des Races ein bisschen mehr. Zu den Event hier beim GTCC Peak Tuning muss ich sagen, bin ich zeitlich ein bisschen eingedeckt. Also bei mir ist das Problem, dass ich unter der Woche vor 19 Uhr sowieso nie zu irgendwas komme, da ich oft bis 19 Uhr Dienst habe und natürlich auch der Junior mich unter Tage immer voll im Anspruch hat. Also mich bei so einem Race zu treffen wird eher selten sein, aber ich habe mir vorgenommen, definitiv mal mitzufahren. Will mir das natürlich sicher anschauen hier, und vielleicht treffen wir uns da mal auf der Piste. So, jetzt muss ich aber meinen Volvo, den Volvo S60 aus dem 2011er Jahr mal ausprobieren. Klasse übrigens A560, das ist die Vorgabe hier beim Peak Tuning GTCC. Da gibt es A560 und glaube A565 bei den Allradantrieblern, aber genaueres findet ihr, wenn ihr bei Facebook einfach nach Peak Tuning GTCC sucht. Da findet ihr alle Informationen, die nötig sind, um zu wissen, wie man hier einsteigt, was man braucht und so weiter und so fort. So, ich habe mich entschlossen, hier auf die Teststrecke von Top Gear zu gehen. Das ist also ein Flughafengebiet, und da den Volvo gleich mal ausgepackt. Ja, kurz zur Geschichte: Volvo bin ich deshalb etwas verbunden. Ich habe ja jahrelang in einer Autowerkstätte im Ersatzteillager gearbeitet und eben dort speziell mit Volvo zu tun gehabt. Also, wenn ich dieses Fahrzeug sehe, dann sehe ich noch meinen Ersatzteilkatalog, meinen digitalen, und könnte, glaube ich, noch ein paar Ersatzteilnummern nennen, die hier so verbaut sind. Ist auch schon wieder ein Weilchen her, muss ich sagen. Aber trotzdem, irgendwie baut man doch eine Beziehung hier zu diesen Fahrzeugen, zu diesem Produkt einfach auf, wenn man tagtäglich damit zu tun hat. Ja, Red Bull, das passt natürlich auch hier zu mir, denn Red Bull hat ja seinen Stammsitz in Fuschl, Fuschl am See, und das liegt im Salzburger Land. Das ist ja auch nicht mehr allzu weit weg von mir, denn nee, Fuschl am See liegt gar nicht mehr im Salzburger Land. Ich glaube, das ist schon Oberösterreich. Uah, jetzt muss ich mich gleich hier geografisch blamieren. Aber ist wurscht, das kommt auf jeden Fall aus Österreich. Das weiß ich auf jeden Fall. Und ja, ich bin ja auch von da, und auch den Fuschl am See ist nicht allzu weit weg von mir. Also mit der Vespa gemütlich, glaube ich, in einer halben Stunde erreichbar. Mit dem Auto schafft man es auch gut bei einer schönen Strecke durchs Wiestal, falls ihr das mal suchen wollt auf Google Maps. Eine wirklich tolle Gegend hier. Und deshalb natürlich doppelt für mich passend das Ganze. Jetzt weiß ich nicht, ob das Zufall war oder einfach, ob das Name Product wirklich irgendwo rausgefunden hat, beziehungsweise bei meinen Videos mitbekommen hat, dass ich eben diese Beziehungen habe, beziehungsweise gehabt habe. Sei es wie es sei, das Fahrzeug schaut wirklich scharf aus, gefällt mir irrsinnig gut, und zum Fahren ist er auch total fein. Sehr neutral und ordentlich steuerbar. Ja, das brauche ich ja, wer meine Races kennt, ein Fahrzeug, was wirklich heikel ist. Ja, das ist auch wirklich heikel für mich. Also ich mag schon recht gerne mit dem Auto, wenn es ein bisschen, das Auto ein bisschen was verzeiht, wenn ich mal ein bisschen, ja, Mist drehe oder so, dass er trotzdem sagt, der Wagen, ja gut, Bitwalker, du kannst nicht ordentlich fahren, ich halte dich hier auf der Strecke. Ja, so mag ich es einfach gerne, wenn das Auto mit mir kooperiert. So, hier beim Race geht es auch recht gut. Immer in den letzten zwei Runden hier vorgearbeitet, bis in den letzten drei Runden. Und wir sind auch schon in der vierten von fünf Runden. Ja, die Strecke ist relativ kurz hier. Ja, ist auch nur eine Teststrecke. Schaut schon lästig aus hier, so am Flughafengelände, wo die Flieger noch herumstehen. Ob es das in Natura auch so geben würde. Die Teststrecke, glaube ich, gibt es ja schon.
wenn es mich nicht täuscht, ich bin jetzt nicht so der Motovision TV-Gucker, muss ich sagen, aber ab und an stolper ich schon drüber und ich glaube schon, dass ich mal so Szenen gesehen habe, wo die so auf einem Flughafen rumgefetzt sind. Ob es ist genau der war, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass das hier existent ist. Spielt ja auch jetzt nicht unbedingt so eine Rolle, mein Volvo, ihr seht schon etliche Schrammen schon drauf, ja, diese Gefechte hier auf der Strecke, die KI, die schenkt einem auch nichts. So, hier auf die lange Rollbahn wieder und dann biegen wir nochmal ab Richtung Start und Ziel. Dann haben wir es auch geschafft und sind dort, wo wir hinwollen. Ich bedanke mich nochmal bei Name Product für dieses wirklich geile Fahrzeug und freue mich schon mal auf ein Race, bin schon neugierig, wie das dann vonstatten geht. Ein paar Test-Races hat es schon gegeben, ich glaube die Liga fängt ja sogar bald an. Und ja, vielleicht sehen wir uns mal bei einem Rennen hier und sag nochmal Dankeschön, wünsche euch was, wir sehen und hören uns wieder. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.